In diesem Video wollen wir uns jetzt damit auseinandersetzen, wie man Schnittpunkte von Geraden macht. Dafür habe ich jetzt hier schon welche eingezeichnet. Ihr seht, dass ich einmal für f die Funktionsvorschrift 1x-2 habe und das Ganze natürlich entsprechend in mein Koordinatensystem eingezeichnet habe. Genauso wie der Graph von g, der die Funktionsvorschrift hat mit y ist gleich minus 2 Drittel x plus 3. Ihr seht den Rechenweg daran, wie ich die Steigungsdreiecke eingezeichnet habe, wie ich die Steigung berechnet habe. Wenn ihr das Ganze nochmal wiederholen möchtet, könnt ihr an der Stelle jetzt das Video stoppen und das Ganze nochmal anschauen. Ansonsten würde ich jetzt an dieser Stelle weitergehen. Ihr seht, ich habe in grün schon den entsprechenden Schnittpunkt der beiden Geraden eingezeichnet. Und natürlich wird auch dieser Schnittpunkt einen x-Wert und einen y-Wert haben, den ich jetzt noch nicht kenne. Natürlich kann ich den ablesen. So ungefähr wird er wahrscheinlich bei x3 und y1 liegen. Jedoch, wenn ich es mit Brüchen und so weiter zu tun habe, weiß ich nie, ob ich mich vielleicht auch einen kleinen Tick verzeichnet habe und ob das wirklich richtig ist. Deshalb brauchen wir auch hier wieder eine rechnerische Möglichkeit. Und denkt wieder daran, lest wirklich genau durch, was jetzt in eurer Aufgabenstellung steht. Steht da zeichnerisch lösen oder rechnerisch lösen? Zeichnerisch, da würde jetzt tatsächlich das Koordinatensystem, so wie es jetzt da ist, reichen, indem ihr natürlich die Koordinaten noch aufschreibt und einen Antwortsatz formuliert. Wenn da rechnerisch steht, da müssen wir uns jetzt was überlegen. Was wir wissen ist, dass in diesem Schnittpunkt beide Bedingungen erfüllt sind. Wir haben ja schon bei der Punktprobe gesagt, wenn wir den Punkt in meine Funktionsvorschrift einsetzen und er stimmt damit überein, kommt was Sinnvolles raus. Und dieser Punkt erfüllt die Bedingung. Jetzt ist es so, dass wir zwei Bedingungen haben und die an einem Punkt, und zwar in S, den gleichen y-Wert haben. Das heißt, ich weiß, dass der y-Wert von f an dieser Stelle gerade der y-Wert von g ist. Und natürlich kann ich jetzt statt dem y einfach hingehen und die Funktionsvorschrift hinschreiben. Und dann erhalte ich natürlich wieder eine Gleichung, wie ich sie sonst auch kenne, und kann das Ganze lösen, indem ich Äquivalenzumformung anwende. Dann habe ich hier jetzt beispielsweise x ist gleich minus 2 Drittel x plus 5. Dann muss ich an dieser Stelle plus 2 Drittel x rechnen. 1x, wie es hier drüben steht, das ist natürlich nichts anderes als 3 Drittel x. Ich muss addieren mit Brüchen, das heißt, ich brauche den gleichen Nenner. Das kann ich im Voraus hier schon machen. Ihr könnt natürlich auch noch einen Zwischenschritt mehr verwenden. Und dann seht ihr auch, dass hier 5 Drittel x ist gleich 5 steht. Und um jetzt das x alleine stehen zu haben, müsst ihr die 5 Drittel wegkriegen. Die sind mit dem x über ein Mal verbunden. Das heißt, die Umkehrrechnung lautet geteilt durch 5 Drittel. Wichtig ist, wenn ihr mit Brüchen rechnet, dann ist es immer auch hilfreich, wenn ihr den Rest auch als Bruch darstellt. Und wenn ihr mit Brüchen dividiert, dann bedeutet es immer, dass ihr aufpassen müsst. Und zwar weiß ich, dass das gleiche ist, wie wenn ich mit dem Kehrbruch, also mal 3 Fünftel multipliziere. Hier sehe ich jetzt, dass ich die Fünfer rauskürzen und dann bleibt tatsächlich nur noch die 3 übrig. Und ich kann an dieser Stelle hier sagen, dass mein Schnittpunkt für x kann ich schon mal die 3 einsetzen und y fehlt mir noch. Jetzt kann ich y ausrechnen, und zwar entweder indem ich dieses x in die Funktionsvorschrift von f einsetze. Also ich habe y ist gleich 1 mal x, x ist jetzt in dem Fall 3. Minus 2, weil ich habe jetzt praktisch einen x-Wert und ich möchte den entsprechenden y-Wert dazu finden. Und das ist 1. Gleiches kann ich natürlich auch machen für g. Hier habe ich jetzt minus 2 Drittel mal die 3. Ich mache es direkt als Bruch, also 3 Eintel plus die 3. Und die 3, wie man hier sieht, die kürzt sich raus. Das heißt, ich habe hier minus 2 plus 3 und das ergibt auch 1, und damit bekomme ich aus beiden Möglichkeiten hier tatsächlich den gleichen y-Wert und ich weiß, mein Schnittpunkt liegt bei 3, 1, und das ist das, was wir tatsächlich auch am Anfang vermutet haben. Zusammenfassen kann dir Folgendes: Ihr setzt die entsprechenden Bedingungen gleich, also y ist gleich y, und ersetzt es durch die entsprechende Vorschrift. Dadurch bekommt ihr eine Gleichung.
Diese Gleichung könnt ihr jetzt auflösen mit Äquivalenzumformung, bis ihr das x ausgerechnet habt. Und dieses x, was ihr jetzt hier unten habt, das könnt ihr dann entweder hier oben für x einsetzen oder hier für x einsetzen. Wichtig, ihr könnt es euch aussuchen. Wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr verrechnet habt, könnt ihr gerne beides überprüfen. Schlussendlich ist aber auch nur eins notwendig. Prinzipiell noch ein Tipp von mir an euch. Das ist jetzt alles noch relativ fremd für euch. Das heißt, selbst wenn da steht zeichnerische Lösung oder rechnerische Lösung, ihr könnt natürlich immer beides machen, freiwillig, und dadurch könnt ihr natürlich euer Ergebnis überprüfen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beides gleich falsch macht, die ist ziemlich gering. Das heißt, ihr könnt euch sicher sein, dass irgendwas richtig ist, wenn beides richtig ist. Wenn ihr natürlich bei der zeichnerischen Lösung auf was anderes kommt als bei der schriftlichen Lösung, dann wäre es sicherlich gut, das Ganze nochmal zu überprüfen. Genauso natürlich andersrum. Damit habt ihr jetzt auch ein Werkzeug an der Hand, wie ihr die Schnittpunkte von zwei Geraden bestimmen könnt. Und jetzt fehlt tatsächlich nur noch ganz wenig, dann können wir das Thema tatsächlich auch abschließen.